Servus und willkommen zurück zu weiteren Folge Feed the Beast am Mittwoch, dem... Schieß mich tot, ist egal. 11.06.2014. Ob wir angeben können. Zukunft, Daniel. Ja, genau. Wollte ich nur gerade anmerken. Guten Tag, ich bin auch noch dabei, habe ich gehört. Ach ja, und natürlich wie immer mit dem Vollhonk da drüben. Ja, selber Vollhonk, danke. Bitte. Für die Blumen, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Bending Machine, genau dafür brauche ich einen Conveyor. Bzzzt. Wir hatten Glas hier. Refined Iron. Nochmal angucken. Das hier. Zack. RE Battery. Refined Iron. So, das sind nämlich hier keine scheiß Plates, keine Aluminium Plates, wie wir immer dachten, sondern einfach Iron oder Aluminium. Ja, also das ist einfach. Okay. Andere Frage, wollten wir nicht mal einen Golem machen zum Ernten? Bin ich bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, mir das reinzuziehen, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. Okay. Weil man da kein Crafting-Rezept in dem Sinne hat. Man muss da irgendwelche Dings und so weiter muss man da sammeln. Wo laufe ich denn hin? Da muss ich lang. Und also man muss da irgendwie Rezepte erforschen, braucht dafür irgendein Magic Table und es gibt aber keine, es funktioniert nicht so wie beim nicht so wie bei Industrial Craft, dass man einfach sagt, okay, so craftet man, das gibt man ein Rezept her. Da braucht man irgendwie ein Magic Table, der einem dann anzeigt, wie man was macht. Leider Gottes, sonst hätte ich das auch schon gemacht. Aber ich habe mir gedacht, jetzt hat es erstmal wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen hier Energie bekommen und da fortkommen, weiterkommen. Weil das Feld, das wächst von alleine. Ich weiß. Und Essen haben wir auch erstmal genug. Und das ernten wir sonst auch wieder ab. Und dann ist das auch kein Thema. Genau. Ja. Und ich baue jetzt kurz mal dann noch den Boden von dem Lager fertig in der Folge und dann denke ich, dass ich mal langsam aber sicher beginne, einzelne Kisten rüber zu transportieren. Ohne Portal Gun. Ja, wir sind halt gut, ne? Da brauchen wir kein Ding für. Wer weiß, wie praktisch denn der Scheiß wäre? Einfach so eine halbe Kiste samt Items mal kurz hier raus und einfach mal klauen. Und abgesetzt. Naja, wäre saugeil. Ich glaube, ich wüsste auch, wo wir in der Nähe mit ein bisschen Glück eine herbekommen, aber dafür brauchen wir eben eine Quarry. Sonst zerstört uns die. Hat das einen Grund, dass da hinten überall Cobblestones rumliegen? Wo? Jetzt nicht mehr? Jetzt sind sie weg? Keine Ahnung. Ah, kann sein, weil ich Cobblestone unten in die Truhe reingeschmissen habe. Ja, wieso ploppen die raus? Wieder hochpumpt. Wieso ploppen die dann raus? Keine Ahnung, vielleicht keinen Platz gehabt. Schmanni, so. Die Kisten sind nicht halb voll. Schauen Sie mal bitte hierher, Herr Observer. Zufrieden mit dem Boden? Sehr sexy, super geil. Ich hab... Lass mich raus. Angst. Genau. So. Und der Electric Furnace ist natürlich einfach Hammer, ne? Wie schnell der... das Zeug durchpfeift. Jetzt muss ich gut überlegen. Eins, zwei, so. Ach genau, dann kann ich währenddessen mal, was braucht man denn dafür noch für die Bending-Maschine? Wir brauchen Pistons. Die kann ich dann eigentlich auch schon mal craften. Dun, 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 dun. Ja, ich kann die Pistons craften. Gott, ich weiß nicht mal, wie man Pistons macht. Okay. Ich brauche ein größeres Loch. Gut. Gut zu wissen. Was denn? Nein, ich habe kein Cobblestone mehr. Das nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber das... Mit dem... Mit der Leitung oder was? Mit dem Rohr? Nein, mit dem Raum hier. Der ist ein bisschen zu klein fürs Lager. Weil ich brauche mindestens zwei hinter der Wand Platz, um die Röhren zu verlegen.
Ja, dann zieh die halt wenn noch einzeln runter. Wenn ich sogar drei und, weißt du, dann nehme ich da einfach die Turtle und mache einen Mining-Schacht. Ja, einfach. Breit, zwei hoch, einfach einmal hinten durch. Du kannst auch einfach eins eintippen. Dann macht die einen Block tief, geht die dann runter. Nee, nee. Ich meine einen Block breit runter gehen, meine ich so rum. Ja, nee. Nö, nee, nö. Nee. Drei breit, dann setzen wir die hier hin. Wir haben ja vier gebraucht, ne? Hast du gerade Kohle? Nein, aber im Generator liegt welcher. Und prinzipiell ist Kohle im Generator nicht verkehrt, habe ich gehört. Nein, aber bei dir oben müsste auch noch ein bisschen Kohle rumfliegen. Du meinst oben in den Kisten? Ja. Da müsste es, ist sicher noch irgendwo Kohle. Da. Jetzt brauchen wir einen Maschinenblock. Was? So. Kohle und die Turtle war mein. Machen wir mal 5. Gute Frage, nächste Frage. Wie ging das nochmal? Tunneling? Was denn? Nix. Ich probiere. Ich finde das gleich raus. Ja. Und? Macht sie es richtig, so wie ich will? Weiß ich nicht. Musst du nachgucken. Maschinenblock brauchen wir für den Generator, habe ich gehört. Jawohl, doch, macht Sinn. Also, dann ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also meine liebe Turtle, pumpen Sie hier einen Tunnel mit 13 Löchern. Mach ich doch fein. Das ist halt ganz schön teuer, die scheiß Bending-Maschine, aber wir haben es ja jetzt. Aha. Wir haben jetzt dann zwei Kompressoren über. Okay. Nee, haben wir nicht über, aber die brauchen wir halt dafür. Und wir sollten vielleicht mal noch einen zweiten Electric Furnace dann bauen. Furnace. Ja, das wäre nicht schlecht. Weil ich jetzt hier doch ziemlich am maximalen Ausschöpfen der Kapazität bin. Oder wir hauen mal Overclocker rein. Ein oder zwei. Kannst aber trotzdem keine Brennvorgänge gleichzeitig abfahren. Nein, aber schneller. Die Brenngänge schneller, das wäre nämlich auch noch etwas. Können wir mal machen bei Zeiten. Ich helfe gerade mal der Turtle mal ein bisschen mit. Das ist fein. Das ist ja lieb von dir. Gut, jetzt brauche ich nochmal Bending Machine. Jetzt haben wir zwei Kompressoren, habe ich jetzt. Das habe ich. Gut, dann gehe ich jetzt dahin, klick da drauf. Auf das Fragezeichen. Und jetzt haben wir gleich. Mich gehauen. Oh, jetzt haben wir erst einen. Ach ja, genau, wir brauchen ja die Bending Maschine. Hier. Ja. Nein, ein Electronic Circuit zu wenig. Willst du mich verarschen? Was braucht man eigentlich für eine Query? An was hat's da gescheitert? Am Diamanten? An allem hat's gescheitert, weil wir die Geräte erst bauen mussten. Ach so, stimmt, weil wir ja Titanplatten brauchen. Genau, aus mit der Bending-Maschine. Und aus dem Bohrer kriegen und brauchen wir auch Stahlplatten. Genau, so rum war das. Ach fuck. Um eins verzählt. Tunnel. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja. Da steht man gut, hab ich gehört. Auf dem Schlauch. Ja. Hab ich auch gehört. So. Genau. Und jetzt hat. Redstone habe ich noch da. Gut. Hast du eigentlich in der vorherigen Folge erwähnt, wie viele Diamanten wir circa haben? Nein, habe ich tatsächlich nicht erwähnt. Dann erwähn das jetzt mal. Ja, also nach neuesten Berechnungen in dem großen Loch, wo jetzt gerade. Nein, in dem großen Loch, dem 45x45 Loch, haben wir geschätzte 115 Diamanten ausgebuddelt. Ne, über 115. Über 150 Diamanten, glaube ich, waren das. Okay. Aber wie kann das sein? Wie hast du denn das gezählt? Ich bin halt so durchgegangen und habe überschlagen. So Pi mal Daumen, Stack by Stack. Achso. Ach, verdammt. Wieso? Ach, nix. Das verdammt hat nicht dir gegolten, hat mir gegolten. Achso. Eine Plate Bending Machine! Machine!
So, wo ist die Turtle? Da ist die Turtle. So. Turtle, bitte, so. Mache einen Tunnel. Ich weiß nur noch nicht, wie lang. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Jetzt bräuchten wir Aluminium-Ingots. Hast du Aluminium-Ingots? Nein. 15, 16, 17, 18. Also 19 eingeben. Vielen Dank. Muss man da jetzt irgendwas anklicken hier? Wo? Hier gibt's so Knöpfe, die man drücken kann. Wo denn? Bei der Plate Bending Maschine oben. Hä? Wo ich ist denn das? Die ganz obere. Nö, wenn sie Strom hat, nicht. Wo hat sie denn Knöpfe zum Drücken? Im Interface. Wenn du reingehst, da hast du unten so Knöpfe. Ah. Nö, ich glaube nicht. Schau mal halt nach, wie macht man eine Titanplatte aus einem Titanium-Ingot. Einfach reinlegen und machen. Hast du mir gerade... Was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen... Aluminium. Ja, hast du gerade Alu? Nein, aber das können wir machen. Haben wir ja genug von. Aluminium-Plate. Ein Aluminium-Ingot. Und das bekommst du aus... Aluminium. Ja, wir haben ja nur... Da. Industrial Blast Furnace. Kriegst du aus Aluminium-Staub? Wir haben doch Aluminium... hier. Ich hol's doch gerade raus im Furnace. Hm? Kommt doch schon, da heißt doch. Das ist dann normales Aluminium. Wir brauchen ja Aluminium-Ingots. Ja, die kannst du craften. Anders wie? Aluminium-Ingot. Ja. Kannst du zusammencraften aus dem... Ja. Wir verstehen. Warte. Wo ist unser Kompressor? Macerator, Kompressor. Hast du mir vielleicht gerade kurz Alu? Ich nehme mir mal ein Alu raus. Machen Sie. Ich schmeiß mal den Alu rein. Alu passiert nichts. Ich schmeiß hier Alu rein. Passiert nichts. Ich schmeiß. Passiert nichts. Kompressor. Passiert nichts. Ja. Mist! Wie kriegt man Aluminium-Ingots her? Aluminium-Ingots kriegt man aus Aluminium-Nuggets. Aluminium-Nuggets kriegt man daraus, ja. Schön! Mich interessiert aber, wie kriege ich da? Was? Aluminium-Dust. Und Aluminium-Dust kriege ich aus... Alter! What the fuck? Was denn? Wie kriegt man so? Ich habe einen Aluminium-Block gecraftet, Aluminium-Block. Was kann man aus einem Aluminium-Block machen? Aus einem Aluminium-Block kann man... Na toll. Aluminium-Staub machen. Aluminium-Staub. Was kann ich da draus machen? Nix. Aus blöd, so blödem Aluminium kann ich... Plattformen... Dosen. Das ist. Dosen kriege ich. Wo bekommt man den Dust her? In der Frage. Was kann ich aus Dosen machen? Ah, nee, Zinn. Aus Dosen kann. Wir können Alu in Zinn verwandeln. Ja, supi. Ha! Das kann nicht dein Ernst sein jetzt. Wozu gibt's Aluminium, wenn man das damit nicht hantieren kann? Wo kriegt man das blöde normale Aluminium her? Das frage ich mich auch gerade. Au. Was? Wer hat mich da geschlagen? Jürgen, was hat mich geschlagen? Vielleicht verhungerst du gerade. Nein. Oder vielleicht Magie. So, da über dir fliegt eine Magiekugel. Ah. Hi. Nein, 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 lass die, die sind gefährlich, die können dich umbringen. Oh, er glaubt's nicht. Tatsache.
Ich geh mal weg, ich esse mal was. Du, die Folge ist vorbei. Ist sie, ja. Und wieder nichts geschafft. Doch, wir haben was geschafft. Wir haben ganz viele Sachen gecraftet. Okay. Gut, und wir sehen uns das nächste Mal in der FTP-Ultimate mit uns zwei Chaoten. Bis dann und tschüss! Tschüssi!